eine Autobahn irgendwo in Deutschland. Freie Fahrt für freie Bürger. Während auf den Premium-Pisten sämtlicher europäischen Staaten generelle Geschwindigkeitsbeschränkungen bestehen, sind in Deutschland rund 2/3 der gut 13.000 Autobahnkilometer ohne Tempolimit. Schön und gut, aber was hat das mit dem Thema dieses Films zu tun, mit dem Blinklichtprogramm der Deutschen Bahn AG? Auf den ersten Blick gar nichts. Die genauere Betrachtung tempolimitfreier Autobahnen auf der einen und blinklichtgesicherter Bahnübergänge auf der anderen Seite lädt jedoch zum Stirnrunzeln ein. Denn genau jenen Autofahrern, die der Gesetzgeber für imstande hält, ihr Fahrzeug sogar bei Geschwindigkeiten über 200 km/h sicher zu beherrschen, traut er nicht zu, ein in das Andreaskreuz integriertes rotes Blinklicht als das zu deuten, was es ist. Das eindeutige Haltegebot am Bahnübergang. Und während auf deutschen Autobahnen zumindest theoretisch unendlich schnell gefahren werden darf, müssen blinkende BÜ-Sicherungsanlagen in der ehemaligen DDR durch Lichtzeichen mit der Farbfolge gelb-rot ersetzt werden. Wohlgemerkt, betroffen sind nur die in das Andreaskreuz integrierten Blinklichter im einst betont demokratischen Teil Deutschlands. Die Blinklichter an den Bahnübergängen im früheren Bundesbahnland, meist separat über dem Andreaskreuz angebracht, dürfen bis auf Weiteres bleiben, wie sie sind. Aber warum ist das so? Der springende Punkt ist das Blinklicht mitten im Andreaskreuz. In der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung, kurz EBO, sind Ausstattung und äußeres Erscheinungsbild technisch gesicherter Bahnübergänge vorgegeben. Zugelassen sind demnach Schranken, Lichtzeichen mit Schranken, Blinklichter oder Lichtzeichen mit Halbschranken sowie Blinklichter oder Lichtzeichen ohne Halbschranken. Wie genau das auszusehen hat, erklären Grafiken in der EBO. Blinklichter dürfen demnach nicht im Andreaskreuz angeordnet sein, sondern müssen sich außerhalb, in der Regel oben drüber befinden. Die Kombination Blinklichter mit Schranken und vor allem Andreaskreuze mit mittigem Blinklicht gibt es in der EBO nicht. Und es hat sie auch nie gegeben, weder in der West- noch der ostdeutschen Version. Dieser BÜ widerspricht der EBO somit gleich in doppelter Hinsicht. Und trotzdem standen er und viele andere bei der Fusion von Bundes- und Reichsbahn zu Tausenden an den Straßen der neuen Bundesländer. Da ist eine Frage naheliegend. Wäre es nicht einfacher und preiswerter gewesen, sie in die EBU aufzunehmen, anstatt die 2400 betroffenen Bahnübergänge umzurüsten? Nein, 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 antwortet die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage im Mai 2006. Denn nur durch ein bundeseinheitliches Erscheinungsbild der Bahnübergangssicherungen können Verunsicherungen vermieden und ein ordnungsgemäßes Verhalten der Straßenverkehrsteilnehmer erreicht werden. Es entbehrt nicht einer gewissen Absurdität, dass derselbe Gesetzgeber, der Autofahrern die realistische Einschätzung ihrer Fahrkünste bei jeder beliebigen Geschwindigkeit zutraut, gleichzeitig befürchtet, dass eben diese Autofahrer verunsichert sein könnten, weil das rote Blinklicht mitten im anstatt über dem Andreaskreuz leuchtet. Die grundsätzliche Aufnahme der Sonderbauform Andreaskreuz mit integriertem Blinklicht in der EBO würde das unterschiedliche Erscheinungsbild bei Blinklichtanlagen in den alten und neuen Bundesländern auf Dauer festschreiben und als technisch überholtes Überbleibsel aus der Zeit der Teilung Deutschlands auch der Vollendung der deutschen Einheit entgegenstehen. Man könnte beinahe glauben, dass die auch fast 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung noch immer vorhandene Mauer im Kopf vieler Bundesbürger am Ende allein den ostdeutschen Andreaskreuzen geschuldet ist. Die 1993 noch 2400-fach vorhandene Sonderbauform Andreaskreuz mit integriertem Blinklicht wurde durch das Bundesverkehrsministerium zunächst für 10 Jahre bis Ende 2003 zugelassen.
Kurz vor Ablauf dieser Frist wurde die Ausnahmegenehmigung bis zum 31. Dezember 2010 verlängert. Bis Anfang 2006 waren 650 Bahnübergangssicherungsanlagen durch EBO-konforme Systeme ersetzt worden und etwa die gleiche Anzahl durch Streckenstilllegungen oder BÜ-Beseitigungen verschwunden. Demnach existierten mehr als 15 Jahre nach der Wiedervereinigung noch immer 1100 Altanlagen. Und da auch 2010 nicht abzusehen war, bis wann diese ersetzt werden könnten, wird seitdem jede von ihnen mit einer individuellen Ausnahmegenehmigung betrieben. Gemäß dem jüngsten Infrastrukturzustands- und Entwicklungsbericht der Deutschen Bahn wurden zwischenzeitlich weitere 658 Bahnübergänge umgerüstet. Ende 2016 waren noch 172 EBO-konträre Anlagen vorhanden und der Abschluss des Blinklichtprogramms für 2020 vorgesehen. Mit Ausnahme von 13 BÜs, vorwiegend zwischen Berlin und Dresden, bei denen Verzögerungen bis 2025 erwartet werden. Nun wäre die Forderung nach dem Ersatz der blinkenden Andreaskreuze gar keiner Rede wert, wenn man nicht einmal über den Tellerrand schauen würde. In der Antwort auf die Kleine Anfrage heißt es, dass die Gelb-Rot-Lichtzeichen im Vergleich zum Blinklicht hinsichtlich ihrer Wirksamkeit grundsätzlich günstiger bewertet werden. Das rote Dauerlicht dieser Lichtzeichenanlagen bedeutet eine eindeutigere Aufforderung für Straßenverkehrsteilnehmer zum Anhalten vor dem Bahnübergang. Durch das vorgeschaltete gelbe Licht ergeben sich ein geordneteres Fahrverhalten und ein gezielterer Bremsvorgang. Welcher Verkehrspsychologe auch immer diese Bewertung vorgenommen hat, er steht mit seiner Erkenntnis nicht nur Europa, sondern auch weltweit so ziemlich isoliert da. Wer im Internet oder vor Ort Bahnübergänge rund um den Globus studiert, wird feststellen, dass es an so gut wie allen BÜs außerhalb Deutschlands blinkt. Sei es bei unseren Nachbarn wie Polen, Dänemark, Holland und Frankreich, sei es Übersee in den USA, Australien oder Japan. Und das sind ja beileibe keine hinterwäldlerischen Bananenrepubliken, sondern durchaus hochentwickelte Industrienationen, die, ganz nebenbei bemerkt, alle ein generelles Tempolimit auf ihren Autobahnen haben. Ich möchte das Blinklichtprogramm auch gar nicht verteufeln, zumal hier nichts übers Knie gebrochen wird. Erkennbar daran, dass es noch immer einen Haufen dieser Altlasten gibt. Es hätte schließlich niemanden überrascht, wenn die Deutsche Bahn als Rechtsnachfolgerin der Reichsbahn unmittelbar nach ihrer Gründung dazu verdonnert worden wäre, alle blinkenden Andreaskreuze in einer Hauruck-Aktion binnen eines Jahres umzurüsten. Dennoch leidet das Blinklichtprogramm insbesondere auf kommunaler Ebene unter einem Akzeptanzproblem, weil es viel Geld verschlingt und für die Finanzierung kein prall gefüllter Blinklichttopf bereitsteht. Da es sich um Maßnahmen gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz handelt, erfolgt zwischen der Bundesrepublik, der Deutschen Bahn und dem jeweiligen Straßenbaulastträger eine Drittelung der Kosten. Und weil so ein neuer BÜ gut und gerne 500.000 Euro kosten kann, bei komplizierter Verkehrsführung durchaus auch mal eine runde Million, klatschen betroffene Kommunen Beifall, wenn das Blinklicht an einer Gemeindestraße durch Lichtzeichen ersetzt werden muss und die Finanzplanung über den Haufen geworfen wird, ohne dass vor Ort ein Mehrwert etwa in puncto Sicherheit herausspringt. Denn statistische Erhebungen darüber, ob das ostdeutsche Blinklicht gegenüber dem westdeutschen zu höheren Unfallzahlen führt, liegen nicht vor. Vielerorts haben sich derartige Probleme von selbst erledigt. Weil sämtliche Bundesregierungen gebetsmühlenartig das Sprüchlein »Mehr Verkehr auf die Schiene« bemühen, letztendlich aber immer wieder vor der Automobillobby kuschen und daher auch eine generelle Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen kategorisch ablehnen, sind seit 1994 in den neuen Bundesländern rund 2500 Kilometer Eisenbahnstrecken stillgelegt worden. Einige von ihnen immerhin so rechtzeitig, dass noch keine Blinklichter für teures Geld ersetzt waren, andere leider erst eine Woche nach Inbetriebnahme der neuen Halbschrankenanlage mit 14 Lichtzeichen. Hin und wieder hat man auch pragmatische Lösungen gefunden, wie an diesem Bahnübergang im thüringischen Krawinkel, wo das Erscheinungsbild des Reichsbahn-Blinklicht-BÜ dem eines Bundesbahn-Blinklicht-BÜ durch Auslagerung des Blinklichts angepasst wurde.
Im Krawinkel blinkt es also weiterhin, aber es blinkte halt politisch korrekt. Über dem Andreaskreuz und nicht mittendrin. In Aktion kann man diese Anlage nicht mehr erleben, denn die Strecke Gotha-Gräfenroda ist seit Ende 2011 vom planmäßigen Verkehr befreit. Fast alle Staaten der Welt haben ein Tempolimit auf ihren Premiumstraßen und fast alle Staaten der Welt sichern ihre Bahnübergänge mit roten Blinklichtern. In beiden Kategorien tanzt Deutschland aus der Reihe und befindet sich damit in guter Gesellschaft von Nationen wie Afghanistan, dem Libanon, Somalia und Nordkorea. Ob und wie die dortigen Bahnübergänge gesichert sind, ist mir nicht bekannt. Doch ausgerechnet in diesen Ländern, deren Bevölkerung im weltweiten Vergleich vermutlich am wenigsten zu lachen hat, heißt es freie Fahrt. Tempolimits gibt es dort nämlich nicht.